Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Buchvorstellung hier aus dem Büro der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, dem Berliner Büro in der Brunnenstraße. Wir werden uns heute Abend beschäftigen mit einem ganz frisch erschienenen Buch über den Lastenausgleich und die deutschen Vertriebenen. Und zu dieser Diskussion heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden das aus aktuellen Anlass, den Corona-Regeln, die Sie alle kennen, selbstverständlich rein virtuell machen. Im Raum hier bei der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen sind nur Professor Manfred Kittel, der Autor des Buches, und ich. Wir werden diese Diskussion mit Ihnen führen durch zugeschaltete Experten und Menschen, die etwas zu sagen haben. Und wir werden diese Diskussion auch führen mit Ihnen, meine Damen und Herren, denn Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, mit Ihren Fragen und eventuellen Anmerkungen im Verlauf dieser Veranstaltung teilzunehmen. Mein Name ist Sven-Felix Kellauf. Ich bin der verantwortliche Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte bei der Weltgruppe und darf heute Abend hier die Moderation machen. Danke auch an Thomas Grunhäuser, den Geschäftsführer der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, der zusammen mit seinem Team diese Veranstaltung hier ermöglicht und aus dem Hintergrund heraus steuert. Wir beginnen gleich mit natürlich dem Grußwort des Gastgebers, und dafür darf ich Herrn Reinfried Vogler kurz vorstellen. Sie sind Gastgeber, aber Sie sind nicht hier. Sie sind nämlich im Taunus, eine ungewöhnliche Konstellation für einen Gastgeber, der ein Grußwort spricht. Aber das bringen diese besonderen Zeiten nun einmal mit sich. Sie sind Jahrgang 1931, stammen ursprünglich aus Leipertitz im Süden Mährens und gehörten zu den 1945 vertriebenen Sudetendeutschen. Sie haben sich in den Jahrzehnten seitdem in ganz verschiedenen Funktionen sehr vielfältig für die Interessen der Vertriebenen in der Bundesrepublik eingesetzt, ehrenamtlich und in ganz, ganz unterschiedlichen Funktionen. Und Sie sind unter anderem neben vielen anderen Ämtern seit 2012 der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen. Und Herr Vogler, ich darf Sie jetzt um Ihr Grußwort bitten. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Kellauf. Auch von meiner Seite im Namen der Kulturstiftung ein herzliches Willkommen in der Runde und auch darüber hinaus. Es ist schade, dass wir das nicht in einer realen Zusammenkunft vorstellen können, dieses Buch. Das ist doch was anderes als über die Medien, aber wir nehmen gern auch diese Gelegenheit wahr. Aber ich sage heute schon, wir haben fest im Auge, dass wir im nächsten Jahr, wenn sich Corona etwas beruhigt hat und das möglich ist,
auch zu einer realen Zusammenkunft zusammenkommen in einer größeren Runde, wo wir noch einmal auf das Thema Lastenausgleich zurückkommen werden. Heute geht es ja um die Vorstellung dieses Buches. Das ist ja in der Presse schon zum Teil erfolgt. Aber hier versuchen wir jetzt mit dieser Veranstaltung auch ein breiteres Publikum über die Medien anzusprechen. Der Lastenausgleich ist etwas, was heutzutage in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist. Ich glaube, das kann man so sagen, Herr Kittel. Aber bevor ich noch was sage, entschuldigen Sie, wollte ich Sie auch noch ganz persönlich begrüßen. Herr Kellerhoff, auch Sie und Ihnen danken, dass Sie die Moderation übernommen haben. Ein herzliches Willkommen auch Herr Professor Kittel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um Ihr Buch hier vorzustellen. Und ich freue mich auch sehr, dass Hartmut Koschig in Bayreuth zugeschaltet ist, der ja für die Kulturstiftung viel in den letzten Jahren geleistet hat. Und der aber auch das Thema Lastenausgleich nicht nur aus der räumlichen Nähe mit Bayreuth sich erkennt. Also insofern ein herzliches Willkommen. Herr Professor Kittel gilt ein besonderer Dank dafür, dass er dieses Thema aufgegriffen hat und dass er eine Abhandlung geschrieben hat, die versucht, alle Facetten der Entwicklung und auch des Inhaltlichen darzulegen. Es ist eigentlich unverständlich, dass es ein solches Standardwerk zu einem solchen Thema bisher nicht gegeben hat. Weil wenn man sich vor Augen führt, was dieser Lastenausgleich damals gebracht hat, dann war sicher, das ist ja auch schon geschrieben worden, die psychologische Wirkung dieser Einrichtung wahrscheinlich größer als die materielle Auswirkung. Also ich kann mich noch erinnern, in diesen 50er Jahren damals, dass in der Familie natürlich auch dieser Lastenausgleich insofern eine Rolle gespielt hat, als eine Flut von Formularen auszufüllen waren mit allen möglichen Belegen und die ganze Familie versucht hat, diesen Fragebogen auch wirklich korrekt auszufüllen. Und dann war lange nichts und dann kamen also die gewaltigen Beträge, sage ich in Anführungsstriche. Und wenn ich so heute sage, es ist ja auch schon versucht worden, in der Besprechung, die die Katz geschrieben hat, dann die Parallelen hier vielleicht zur aktuellen Corona-Krise zu ziehen und das, was da an Ausgleich bezahlt wird. Aber wenn man sich die Größenordnung, da wird man sicher dann im Einzelnen noch darauf kommen, vor Augen führt, dann war das sicher für die damalige Zeit eine gewaltige Bewegung von Geld. Aber aus der heutigen Sicht sind das ja eigentlich Peanuts. Die Politik würde über solche Beträge eigentlich gar nicht mehr allzu sehr heftig diskutieren. Das würde so mit einem kleinen Federstrich erledigt werden. Aber ich will ja nicht gleich in die Diskussion einsteigen. Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung zustande gebracht haben. Ich freue mich, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, hier das Thema im Einzelnen vorzutragen und dass wir hinterher in der Diskussion auch vielleicht den einen oder anderen Punkt vertiefen können. Und damit nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ich glaube, jetzt geht das Wort an Herrn Professor Kittel weiter. Fast. Vielen Dank, Herr Vogler, für Ihr Grußwort. Wir werden in der Tat auf einige der Punkte, die Sie eben dankenswerterweise schon angesprochen haben, zurückkommen. Und Sie sind ja nun gerade als Zeitzeuge des Lastenausgleichs in dieser Runde ganz besonders wichtig als früher Zeitzeuge des Lastenausgleichs, denn das ist ja eine Geschichte, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Und deshalb gibt es ja natürlich auch in späteren Generationen noch konkrete Erfahrungen damit. Aber vielleicht sind die konkreten Erfahrungen auch unterschiedlich. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Wir kommen jetzt allerdings erst einmal zum ersten Hauptpunkt unseres Programms heute Abend, zum Vortrag des Autoren dieses Buches, in dem er uns die Ergebnisse zusammenfassen wird. Das entbindet Sie, meine Damen und Herren, nicht von der Lektüre dieses Buches, die ich Ihnen nur sehr ans Herz legen kann.
Das Buch heißt Die Stiefkinder, Stiefkinder des Wirtschaftswunders mit Fragezeichen, die deutschen Ostvertriebenen und die Politik des Lastenausgleichs. Das Buch ist vor wenigen Wochen erschienen und stellt die erste umfassende Untersuchung zur Praxis des Lastenausgleichs dar. Bis dahin hatten wir eigentlich immer nur Studien zur Vorgeschichte oder zur juristischen Seite des Lastenausgleichs, also jedenfalls soweit ich das wahrgenommen habe. Der Band ist, so viel Werbung muss und darf sein, in den Beiträgen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus erschienen. Also es ist eine der wichtigsten Publikationsreihen für Studien aus dem Gebiet der Geschichts- und Politikwissenschaft. Also genau der richtige Ort für eine solche Studie, die sicherlich sehr bald in Richtung Standardwerk tendieren wird oder eigentlich das jetzt schon tut. In einer Überblicksdarstellung über den Lastenausgleich im Jahrbuch des Leo-Beck-Instituts von 2013 habe ich zur bisherigen Literatur den folgenden Satz gelesen, Zitat. Eine wichtige Schlussfolgerung dieser Studien, dieser früheren Literatur ist, dass Lastenausgleichsgesetzzahlungen ein wirksames Instrument waren, das Vertriebenen half, sich in die westdeutsche Gesellschaft zu integrieren und die Teilnahme an den Erfolgen der deutschen Wirtschaft der Nachkriegszeit ermöglichte. Das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was Sie, lieber Manfred Rittel, als Titel für Ihre Studie gewählt haben, wenn auch versehen mit einem Fragezeichen, Stiefkinder des Wirtschaftswunders. Bevor ich Sie nun bitte, uns die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Studie und einige weiterführende Thesen in einem Vortrag von etwa 20 Minuten vorzustellen, darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1962, stammen aus Mittelfranken, haben Geschichtswissenschaft und Romanistik studiert und sind ausgewiesen für ganz unterschiedliche Themengebiete des 20. Jahrhunderts. Promoviert wurden sie mit einer Studie über die Legende von der zweiten Schuld, über die Vergangenheitsbewältigung in der Ära Adenauer, zweite Schuld und Vergangenheitsbewältigung in separaten Anführungszeichen, also über die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der Ära Adenauer. Habilitiert worden sind sie dann mit einer vergleichenden Untersuchung der politischen Mentalitäten in Provinzen in Deutschland und in Frankreich zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Dann haben Sie 2007 und 2010 und sicherlich noch öfter, aber auf jeden Fall 2007 und 2010 Bücher zu Themen der Geschichte der deutschen Vertriebenen folgen lassen. Von 2009 bis 2014 waren Sie der Gründungsdirektor der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung, die nicht zuletzt dank der Initiative Zentrum gegen Vertreibung des BDV gestartet im Jahr 2000 gegründet worden war und die jetzt in relativ naher Zeit hoffentlich endlich ihre Tore öffnen wird. Seit 2015 sind Sie am Bundesarchiv mit der Erforschung des Themas Lastenausgleich befasst. Im Bundesarchiv gehören ja die Unterlagen, die in Bayreuth konzentriert sind zum Thema Lastenausgleich, die Ergebnisse der jahrzehntelangen praktischen Arbeit dieser Bürokratie, auf die wir vielleicht auch noch eingehen werden. Und außerdem sind Sie weiterhin Professor an der Universität Regensburg. Herr Kittel, ich darf Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten. Ja, lieber Sven Felix Kellerhoff, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nicht Mama oder Papa, Lastenausgleich und Wartegau, das waren die ersten Worte eines Kindes, von denen uns Hans-Ulrich Treichel in einem autobiografisch gefärbten Roman erzählt. Die Eltern, zunächst aus der heutigen Ukraine in den Wartegau verpflanzt, war nach Flucht und Vertreibung 1945 in Westfalen gelandet. Und Zahlungen aus diesem Lastenausgleich spielten für die Integrationsgeschichte der Familie offensichtlich eine ganz zentrale Rolle. Und eben beileibe nicht nur für diese Familie. Was die Geschichte des Lastenausgleichs insgesamt betrifft, muss man allerdings leider auch sagen, dass die bislang doch vergleichsweise im Windschatten des historischen Interesses geblieben ist. Ich fand das schon seit langem etwas unbefriedigend. Immer nur Ostpolitik oder nice Pfingsttreffen, vor allem das, was von bestimmter Seite ja gerne auch mal polemisch unter dem Rubrum Revanchismus behandelt wurde. Obwohl für die politische Integration der Vertriebenen natürlich
auch noch etwas ganz anderes, soziale, ökonomische Fragen, letztlich viel entscheidender war. Und deshalb war ich froh, dass ich nach meiner Zeit als Gründungsdirektor der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung die Chance hatte, diese politische Integrationsgeschichte der Heimatvertriebenen, ja, ich sag mal, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Bislang ist im Grunde ja nur die Entstehungsgeschichte, Herr Kellhoff hatte es angedeutet, des Gesetzes bis 1952 und einige ökonomische Aspekte besser erforscht. Aber allein bis 1975 ist das Gesetz eben dann auch noch 28 Mal novelliert worden. Und jedes Mal wurde es noch komplizierter. Verbunden damit oft großes Theater in den Ausschüssen, in der ersten, zweiten Lesung, dann zwischen Bundestag und Bundesrat etc., das volle Programm. Nur daran erinnert sich heute fast keiner oder nur noch ganz blass. Und das ist merkwürdig oder vielleicht gar nicht so merkwürdig, weil das Konfliktpotenzial des Lastenausgleichs natürlich auch nicht zu unserer schönen alten Erzählung von einer rundum nur gelungenen Eingliederung passen will. Weil letztlich die Geschichte dieses Lastenausgleichsgesetzes eher ein ständiges Monitum ist, weil es die Frage aufwirft, wie viel Integration einer Aufnahmegesellschaft billigerweise zugemutet werden kann, beziehungsweise ob und wann hier von den schieren Mengen her womöglich doch eine Grenze erreicht wäre. Ich hätte fast von Obergrenze gesprochen. Zum Verständnis der Größenordnungen ist es hilfreich zu wissen, dass der sogenannte Ausgleichsfonds, das war ja sogar außerhalb des Bundeshaushalts eingerichtet worden, für Zwecke des LAG, dass dieser Ausgleichsfonds anfangs immerhin einem Fünftel des Bundeshaushalts entsprach oder auch dem Gesamthaushalt, weil Herr Vogler aus dem Bundesland kommt, wie Hessen. Die Leistungsempfänger erhielten Unterhaltshilfe, Entschädigungsrente, Wohnraumhilfe, Ausbildungsförderung. Also Sozialleistungen auf der einen Seite, aber eben auch Entschädigungsleistungen für verlorenen Haushalt oder vor allem für den Verlust ihres Grund- und Betriebsvermögens in der alten Heimat. Grob gesagt kam dieser Lastenausgleich zu zwei Dritteln etwa den über 8 Millionen Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Staats- und Siedlungsgebieten im Osten zugute. Aber, das ist weniger bekannt, zu einem Drittel auch den kriegs- und währungsgeschädigten Einheimischen, Westdeutschen, hier vor allem den Flieger- und Bombengeschädigten. Roundabout war das auch eine Gruppe von so 7 bis 8 Millionen Menschen. Und meines Erachtens, das eher am Rande, aber ich denke auch wichtig, hätte es vielleicht sowieso erst gar keinen Lastenausgleich gegeben, wenn nicht gleichzeitig neben den Ostdeutschen eben auch Millionen Westdeutsche davon profitiert hätten. Die Väter des LAG hatten sich 1950 geeinigt, dass das am Stichtag der Währungsumstellung, 21. Juni 1948, vorhandene Grund- und Betriebsvermögen mit einer 50-prozentigen Abgabe belastet werden sollte. Man war sich auch einig, dass die Abgabe von den glücklich Besitzenden nicht auf einen Schlag aus der Vermögenssubstanz beglichen werden sollte oder konnte, sondern über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahrzehnten bis März 1979 ausschließlich aus dem Vermögensertrag letztlich in Vierteljahrsraten von wenigen Prozentpunkten. Nachdem alle Abgaben zusammen den Ausgleichsfonds aber immer noch nicht weit genug füllten, gab es obendrauf auch noch Zuschüsse
aus den Haushalten von Bund und Ländern. Vor allem waren das Teile der Vermögenssteuer. Die hat es also zusätzlich zur LAG-Vermögensabgabe weiterhin gegeben. Da sieht man auch schon, wie kompliziert das Ganze war. Die Laufzeit der Vermögensabgabe ging deshalb so lange, weil man nicht durch eine höhere, schnellere Belastung den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Gefahr bringen wollte. Und das war anno 1952 sicherlich mehr als nachvollziehbar. Je länger, desto mehr hat sich aber dann die Inflation bemerkbar gemacht, sodass die tatsächliche Belastung für die Abgabepflichtigen schließlich nur so 10-20% des 1948 vorhandenen Sachvermögens betragen hat. Also keineswegs die besagten 50%. Im Umkehrschluss bedeutet das aber alles für die Leistungsempfänger, dass inflationsbereinigt immer weniger bei ihnen ankam. Man muss sich dabei ja vor Augen führen, wie die sogenannte Hauptentschädigung, das zentrale Stücklastenausgleich, funktioniert hat. In erster Linie ist diese Hauptentschädigung für verlorenes Grund- oder Betriebsvermögen gewährt worden. Die Hauptentschädigung konnte allerdings im Wesentlichen erst in den 60er Jahren ausbezahlt werden, also über 15 Jahre nach der faktischen Enteignung durch die Vertreibung. Nicht wenige haben sogar 30 Jahre und länger warten müssen. Und bei vielen, das kann man sich leicht ausrechnen und war ein damals fast schon gängiges Sprichwort, bei vielen war der Tod schneller als das Ausgleichsamt. An den festgestellten Entschädigungssummen nagte nicht nur die Inflation. Für viele war es noch enttäuschender, dass die Entschädigung degressiv vorgenommen werden musste, weil eine 100%ige Entschädigung angesichts der Höhe der Gesamtschäden natürlich von keinem Staat dieser Welt hätte gestemmt werden können. Aber konkret bedeutet das, um es mal an einem Beispiel plausibel zu machen, bei einem der früher größten Gutsbesitzer Ostpreußen, Alexander zu Donaschlobitten, dass er für seinen Grundbesitz, der war auf einen Einheitswert von über 6 Millionen Reichsmark taxiert, eine Hauptentschädigung von gerade einmal 172.000 D-Mark erhielt. 6.172.000. Wobei man dazu sagen muss, dass schon der Einheitswert dem wirklichen Wert, dem Verkehrswert natürlich nicht annähernd entsprach. Bei kleinen Verlusten sah es besser aus, aber auch schon bei mittleren Vermögen wurde die Entschädigung oft doch als sehr unbefriedigend empfunden. Die tatsächlich erreichten Entschädigungsquoten lagen schließlich, je nach Größe des Verlusts abnehmend, nicht etwa bei 50, sondern im Schnitt bei 22% des Einheitswertes, aber nicht des Verkehrswertes. Dann würde sich die Summe sozusagen nochmals halbieren. Dieses Ganze ist nun vor allem auch insofern schon sehr erstaunlich, weil die finanziellen Möglichkeiten der Bundesrepublik spätestens ab Mitte, Ende der 50er Jahre mitten im Wirtschaftswunder ganz andere Entschädigungsleistungen eröffnet hätten. In den ersten Jahren hatte der Etat des Lastenausgleichsfonds mit ca. 3 Milliarden Mark jährlich ja noch etwa 8% der öffentlichen Ausgaben betragen. 1971 waren das aber dann nur noch 2%. Außerdem war die Inflation insofern doppelt folgenreich, als bei den Leistungen aus dem Ausgleichsfonds vorrangig die Sozialleistungen, vor allem die Unterhaltsrenten, den steigenden Lebenshaltungskosten permanent angepasst wurden. Die Sozialleistungen, das hieß aber im Endeffekt natürlich nichts anderes, als dass für die Vermögensentschädigung selbst immer weniger Geld übrig blieb. Der springende Punkt des Lastenausgleichs ist letztlich die eine große Frage.
Weshalb haben die zahlreichen Verbesserungen des Gesetzes und vor allem die damit ja durchaus verbundenen, teilweise spürbaren Leistungserhöhungen, aber doch bei weitem nicht Schritt gehalten mit der Steigerung der bundesdeutschen Wirtschaftskraft? Weshalb diese Diskrepanz? Darauf gibt es eine ganze Reihe von Antworten, die wichtigsten davon jetzt vielleicht noch in Kürze zusammengefasst. Erstens, die Vertriebenen waren, um die Titelfrage meines Buches gleich eingangs zu beantworten, vielleicht tatsächlich so etwas wie die Stiefkinder des Wirtschaftswunders. Aber sie waren es andererseits auch wieder nicht, weil eben die Sprengkraft dieser Frage dadurch entschärft war, dass die Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards und Konrad Adenauers insgesamt so erfolgreich war. Selbst den gefühlten oder wirklichen Stiefkindern ging es einfach von Jahr zu Jahr spürbar besser während dieser letzten großen Boomzeit der westlichen Welt. Der wirtschaftliche Aufstieg der Vertriebenen erfolgte vielleicht nicht ganz mit der absoluten Wohlstandsreichweite, wie das bei den Einheimischen der Fall war. Aber was den relativen Umfang des Aufstiegs betrifft, gemessen an dem bei den meisten Vertriebenen ja sehr viel niedrigeren Ausgangspunkt nach dem Krieg und nach der Vertreibung, gab es bei den Neubürgern aus dem Osten, ja, ich würde sagen, vielleicht sogar ein noch größeres subjektives Wirtschaftswunder empfinden. Und insofern auch dann doch nicht die allerletzte Bereitschaft, sozusagen mit ganz harten Bandagen an der Stelle zu kämpfen. Zweitens, die Ohnmacht der Vertriebenen als soziologische Gruppe. Sie waren eben immer nur eine Minderheit in einer Demokratie, eine relativ große Minderheit zwar, zeitweise an die 20%, aber eben doch bei weitem nicht groß genug, um für die Volksparteien wichtiger zu sein als das Stimmenpotenzial der Einheimischen. Die Altbürger aber waren nun einmal zu einem sehr einflussreichen Teil, millionenfach, am Anfang 4 Millionen, selbst Abgabepflichtige. Das heißt, sie drängten natürlich eher auf Abgabesenkungen statt auf Leistungserhöhungen. Und dazwischen dann die Sozial- und Wirtschafts- und Finanzpolitiker, die diese verschiedenen Ansprüche irgendwie austarieren mussten. Drittens, der ohnehin schwache Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten der BHE, wegen des Koalitionsverbotes ja ohnehin erst sehr spät, 1950, als parteipolitisches Sprachrohr der Vertriebenen gegründet, der war ab 1955 schon wieder im Niedergang begriffen. Und das ist gerade 1956 bei den entscheidenden Debatten um gleichsam die Mutter aller LAG-Novellen, die 8. Novelle, spürbar geworden. Ohne einen starken BHE hat es aber in diesen entscheidenden 50er Jahren umso mehr an einer großen, durchsetzungsstarken Vertriebenen, an einem vertriebenen Einheitsverband, an einer vertriebenen Gewerkschaft gefehlt. Die Gründung des BDV in einem Prozess in den Jahren 1957 bis 1959 letztlich erfolgte in dieser Hinsicht viel zu spät. Da waren die großen Weichen im Lastenausgleich eben längst gestellt. Viertens, mittels offiziöser Einrichtungen wie den Heimatauskunftsstellen und einem eigenen Lastenausgleichsausschuss unter dem Ostpreußen Hans Neuhoff, wer kennt ihn noch, waren die organisierten Vertriebenen direkt eingebunden in die Umsetzung des LAG. Und das heißt auch in die Verantwortung dafür. Selbst kleinere Leistungsverbesserungen waren damit ihre Erfolge, Misserfolge, gegebenenfalls ihre Misserfolge. Diese Mitwirkung bedeutete ein Stück weit sicher Wertschätzung der vertriebenen Sprecher von Staats wegen. Allerdings eben mit dem Effekt, dass Misserfolge der Ausgleichspolitik zumindest teilweise auch gegen radikalere BDV-Mitglieder, vor allem gegen die vertriebenen Bauern, gegen den altostdeutschen Mittelstand, abgeschirmt wurden.
Fünftens das Faktum, dass die Vertriebenen, vor allem auch in CDU, CSU und SPD, auch unter den Bundestagsabgeordneten, doch deutlich unterproportional vertreten waren und blieben. Und das blieb nicht ohne Folgen. Die vertriebenen Politiker, die eben ja auch nur selten ein Direktmandat hatten, priorisierten gerade als Listenabgeordnete im Zweifel oft ihre Parteiloyalität vor ihrer vertriebenen Identität. Und speziell auch manch Ostdeutschen in der CDU, CSU, geprägt von der katholischen Soziallehre, steckte, glaube ich, der Ausgleich und die Mäßigung sozusagen in den politischen Genen. Der bundesdeutschen Demokratie kam dieser ausgleichende Politikstil sehr zugute. Aber natürlich kann man auch die Frage stellen, ob so immer ein Maximum an Lastenausgleich herausgeholt werden konnte. Und die SPD, ja, die SPD wachte nach dem Tod von Kurt Schumacher in der verschiedenen Sozialpolitik eigentlich erst nach dem Ausscheiden des BHE aus dem Bundestag, also 1957, und dann nach der Godesberger Wendung zur Volkspartei 59 allmählich wieder auf. Es gab dann bemerkenswerte Ansätze, vor allem unter den sozialdemokratischen BDV-Präsidenten Jaksch, Wenzel Jaksch und Reinhold Rees, sich sehr gezielt um das Vertriebenenmilieu zu kümmern, auch massivere Erhöhungen des Lastenausgleichs zu fordern. Eine 500 Millionen Zuschuss von Bund und Ländern zusätzlich zum Beispiel war so eine Forderung an 1960. Aber das ist dann durch die ostpolitische Umorientierung, die parallel dazu erfolgt in den 60er Jahren, wieder konterkariert wurde. Sechstens, die Besetzung des vertriebenen Ministerpostens in Bonn war fast schon permanent problematisch. Erst war es Lange, der wegen seiner Vergangenheit natürlich sehr angreifbare Theodor Oberländer, dann viel zu viele, zu schnell wieder wechselnde Amtsinhaber. Und das führte eben auch zu einer schwachen Position des obersten Fürsprechers der vertriebenen Interessen gegenüber vor allem dem Bundesfinanzminister. Der war ja ebenfalls dauernd für das LAG zuständig, noch zuständiger als der vertriebene Minister genau genommen, stand aber schon Kraft seines Amtes meistens eher auf der Bremse, wenn es ums Geld ausgeben ging. Übrigens, selbst wenn der Bundesfinanzminister wie Heinz Starke, FDP, 1961, 62, selber aus Schlesien kam, aus Schweidnitz war Heinz Starke. Aus der Rückschau betrachtet wäre es siebtens womöglich besser gewesen, wenn sich die Vertriebenen weniger auf die ost- und heimatpolitischen Themen, auf einen ja fast 20-jährigen Abwehrkampf gegen die Aufgabe der Rechtsposition in Sachen Oder-Neiße-Linie oder Menschenabkommen konzentriert hätten. Wenn sie ihre Kräfte also stattdessen ganz auf soziale Verbesserungen gerichtet hätten. Aber selbst in der Zeit der Ostverträge, als es hier wohl zum letzten Mal ein Fenster der Gelegenheiten gegeben hätte, haben sie sich wohl aufgrund ihres zutiefst verletzten Rechtsempfindens zu einer solchen, ja letztlich materialistischen Position nicht durchringen können oder wollen. Die Folge des Ganzen war nun achtens und schlussendlich, dass die Vertriebenen sowohl ihre Heimat als auch ihr Eigentum dort, soweit vorhanden, verloren haben und dass viele obendrein nie eine auch nur annähernd dem Wert des Verlusts entsprechende Entschädigung erreichen konnten. Gerade der gewerbliche und der bäuerliche Mittelstand der früheren deutschen Staats- und Siedlungsgebiete im Osten hat in diesem Zusammenhang den vergleichsweise größten sozialen Statusverlust realisiert. Laut Mikrozensus gab es deshalb noch 1970 signifikant weniger Selbstständige und auch deutlich weniger Immobilienbesitzer unter den Vertriebenen. Auch 10-mal weniger Millionäre übrigens als prozentual statistisch zu erwarten, dafür x-mal so viele Sozialhilfeempfänger. Ich glaube,
vielleicht auch als Punkt für die Diskussion, manche Schärfen der Ostvertragsdebatten in den frühen 70ern sind schon auch auf solche sozialpolitischen Kontexte zurückzuführen. Summa summarum, ich kritisiere am LAG ausdrücklich nicht, anders als das kürzlich in einer Tageszeitung interpretiert wurde, dass es keine vollständige Entschädigung für die Vertriebenen gab, einschließlich der Reichsten unter ihnen. Das wäre ja rückwärtiger Populismus. Und für Populismus, ob in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, war ich noch nie zu haben. Aber eine andere Frage ist doch sehr konkret, ob es bei größeren Verlusten nicht doch möglich gewesen wäre, die Entschädigungssätze wenigstens von 6,5 auf 20%, wie das ja lange gefordert worden war. Da wäre mitten im Wirtschaftswunder ein drin gewesen. Und zwar mit all den positiven Folgen, die das etwa auch für die Präsenz des ostdeutschen Kulturerbes in unserem Land, in seiner Erinnerungskultur langfristig gehabt hätte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kittel, für diesen gerafften Vortrag, der wichtigsten, wirklich nur der wichtigsten Ihrer Ergebnisse. Das Buch hat über 700 Seiten. Ich habe jetzt gerade mein Exemplar nicht griffbereit. Es ist materialreich, es ist enorm vielfältig, enorm differenziert. Meine Damen und Herren, da wir jetzt in diesem ganz kurzen Vortrag von Herrn Kittel ja eine Menge zu mitdenken und nachdenken und überdenken bekommen haben, haben wir das Programm jetzt ergänzt um einen Kommentar von jemandem, nämlich von Hartmut Koschek, der schon Gelegenheit hatte, das Buch zu lesen und sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und Hartmut Koschek muss ich natürlich in einer Veranstaltung der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen eigentlich nicht vorstellen. Ich halte es deshalb ganz kurz. Jahrgang 1959, Ihre Eltern waren Vertriebene aus Oberschlesien. Aufgewachsen sind Sie in Oberfranken. Von 1990 bis 2017 waren Sie Mitglied des Bundestages, und zwar seit 1994 stets als direkt gewählter Abgeordneter des Landkreises Bayreuth, also der Stadt, wo eben auch unter anderem nicht nur die Oper, nicht nur die Bayreuth-Festspiele, Wagner-Festspiele, sondern eben auch das Lastenausgleichsarchiv ansässig sind. Also von daher haben Sie auf jeden Fall schon mal eine zweite Berührung mit diesem Thema. Die dritte Berührung mit dem Thema haben Sie natürlich dadurch, dass Sie 2009 bis 2013 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium waren und als solcher natürlich als Finanzpolitiker auch sicherlich etwas sagen können zu den Überlegungen, die Manfred Kittel gerade formuliert hat, ob mehr möglich gewesen wäre, ob mehr eventuell die Restgesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft überfordert hätte. Das ist natürlich nur Spekulation, aber vielleicht haben Sie ja dazu einen Eindruck. Vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf auch nochmal zurück. Sie waren dann 2014 bis 2017 Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Inzwischen sind Sie aus dem Bundestag ausgeschieden, aber immer noch in zahllosen ehrenamtlichen Funktionen, gesellschaftspolitisch und zivilgesellschaftlich aktiv. Und neben anderen Themen, Themen der Aufarbeitung der SED-Diktatur zum Beispiel, sind Sie eben auch sehr aktiv im Bereich Auseinandersetzung der Geschichte und Kulturpolitik und kulturelles Erbe der deutschen Vertriebenen. Und Herr Koschek, ich bitte Sie jetzt um Ihren Kommentar. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kellerhoff, lieber Manfred Kittel, lieber Reinfried Vogler, lieber Thomas Kohnhäuser. Ich danke Manfred Kittel, dass es ihm wirklich gelungen ist, mit seinem Werk Stiefkinder des Wirtschaftswunders, die deutschen Vertriebenen und die Politik des Lastenausgleichs 1952 bis 1975 ein Standardwerk zu einem wichtigen Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte vorzulegen. Und dass es sich um ein Standardwerk handelt, merkt man ja nicht nur an dem 700 Seiten Umfang, sondern auch an die sehr umfangreichen Besprechungen, die dieses Buch in kürzester Zeit in der Presse gefunden hat. Und deshalb danke ich auch der Kulturstiftung der Vertriebenen, dass sie uns trotz Corona heute unter der Moderation
von Ihnen, Herr Kellerhoff, die Möglichkeit gibt, dieses Buch nicht nur von seinen wichtigsten Leitthesen des Autors vorzustellen, sondern auch darüber zu diskutieren. Keine Frage, Manfred Kittel hat mit seinem Epos eine große Forschungslücke zu einem wichtigen Teil der Sozial-, Wirtschafts- und der politischen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland geschlossen. In meisterhafter, handwerklicher Manier des Historikers hat Manfred Kittel auf nahezu 700 Seiten in 4 Kapiteln den Apparat des Lastenausgleichs, die Akteure und deren Interessen, die Grenzen des umfangreichen Maßnahmenpakets, aber auch die Kollision des Themas Lastenausgleichs zur Zeit der Ostverträge beschrieben. Und für mich ist es ein besonderes Verdienst von Manfred Kittel, dass er es nicht bei der akribischen geschichtlichen Darstellung der Thematik belassen hat, sondern unter der Überschrift Ergebnisse auch eine umfassende zeitgeschichtliche und politikwissenschaftliche Bewertung der Folgen dieses sozial- und wirtschaftspolitischen Gesetzeswerkes vorgenommen hat, wie wir gerade gehört haben. Und ich will gerne etwas zur historischen und politischen Einordnung der Thematik sagen. Ich stimme Manfred Kittel zu, dass die Bedeutung des Lastenausgleichs bislang doch etwas im Windschatten des historischen Interesses geblieben ist. Das mag an der komplizierten Materie des umfassenden Gesetzeswerkes liegen. Es hat aber auch mit der doch allgemeinen Abneigung zu tun, sich mit schwierigen sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Themen eingehender zu befassen. Wie sehr das Thema Lastenausgleich doch zu einem der Mythen der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland geworden ist, mit sehr oft subjektiven Wahrnehmungen der Problematik, zeigt ja die immer wieder aufflammende Diskussion, es bedürfe auch heute eines neuerlichen Lastenausgleichs. Wir kennen diese Debatte 1990 im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, damals angestoßen durch den Schriftsteller und Vertriebenen Günter Grass. Es gibt sie aber auch bis in die heutigen Tage angesichts der Corona-Pandemie, etwa angestoßen durch den renommierten Historiker Heinrich August Winkler. Und ich danke Ihnen, lieber Herr Kellerhoff, dass Sie es in einem, ich finde, sehr bemerkenswerten und tiefgehenden Beitrag in der Tageszeitung Die Welt vom 1. April unternommen haben, diese Debatte wieder ein Stück vom Kopf auf die Füße zu stellen. Sie zitieren in diesem Beitrag sowohl die Zeithistoriker Hans-Peter Schwarz und Rudolf Morsay, die sehr dezidiert darauf hingewiesen haben, Schwarz, dass der Lastenausgleich, und auch Reinfried Vogler hat das ja vorhin ausgeführt, vor allem eine eminente politisch-psychologische Bedeutung gehabt hat. Und Morsay spricht im Hinblick auf den Lastenausgleich von der Minderung eines bedrohlich-sozialen Spannungspotenzials. Und ich glaube, man kann schon auch sagen, dass der Lastenausgleich, aber vieles andere, auf das ich noch zu sprechen komme, ein Stück eine Palästinensierung der deutschen Heimatvertriebenen verhindert hat. Wenn wir heute ein zeitgeschichtlich einigermaßen gebildetes Publikum zum Lastenausgleich befragen, werden wir je nach Alter und Betroffenheit höchst unterschiedliche Antworten erhalten. Einig ist man sich sicherlich in der Wahrnehmung des Lastenausgleichs als einen außerordentlichen Akt der Solidarität mit den besonders vom Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen geschädigten Bürgern unseres damals geteilten und heute geeinten Landes. Die ältere Generation wird sich je nach Betroffenheit und Erfahrungshintergrund schon wesentlich differenzierter mit diesem Thema einlassen. In der jüngeren Generation, das muss man unumwunden zugeben, ist dieses Thema so gut wie nicht existent. Bei vielen Heimatvertriebenen und auch bei deren Nachkommen ist trotz der persönlichen Erfolgsgeschichte einer gelungenen sozialen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration doch eine, ich nenne es einmal so, posttraumatische Wahrnehmung geblieben, doch so etwas wie ein Stiefkind des Wirtschaftswunders gewesen zu sein, um den Titel des Buches von Manfred Kittel aufzugreifen. Ich erinnere mich sehr an ein anschauliches Bild aus meiner eigenen vertriebenen Familie. Man habe für ein veritables Haus eine einfache Garage erhalten. Und bei denjenigen, die für die Gewährung des Lastenausgleichs belastet wurde, wurde die Diskussion genau umgekehrt geführt, nämlich die Vertriebenen hätten für ein einfaches Gartenhaus in ihrer Heimat eine stattliche Villa in ihrer Nord- Deutschen Leitgesellschaft. Das waren die Bilder. Manfred Kittel ist zu danken, das Thema Lastenausgleich durch seine Studie ein gutes Stück entpsychologisiert zu haben. In einem wirklich tiefgehenden Faktencheck hat er herausgearbeitet, und er hat es ja gerade auch nochmal erwähnt, dass die tatsächliche Belastung für die Abgabepflichtigen, vor allem inflationsbedingt, schlussendlich lediglich 10-20% des 1948 vorhandenen Sachvermögens betragen hat und keinesfalls 50%. Für die Geschädigten bedeutet dies, auch darauf hat Manfred Kittel schon hingewiesen, dass inflationsbedingt, aber auch durch die degressive Wirkung bei ihnen immer weniger ankam. Und natürlich müssen wir konzidieren, heute auch in der historischen Rückschau, dass die vielfältigen Architekten des Lastenausgleichs in einem Dilemma steckten. Einerseits mussten sie auch die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Geschädigten im Blick haben, andererseits aber auch die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, die Belastungsgrenze der Abgabepflichtigen und die volkswirtschaftliche Wirkung einer zu hohen Abgabe war zu bedenken. Manfred Kittel unternimmt im einleitenden Prolog seiner Studie einen sehr fundierten Vergleich zwischen dem deutschen Lastenausgleich und ähnlichen Bemühungen in Finnland zugunsten der vertriebenen Ostkarelier. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass in Finnland für die ostkarelischen Vertriebenen prozentual eine höhere Entschädigung vorgenommen worden ist, als dies im deutschen Lastenausgleich der Fall war. Deshalb komme ich wie Manfred Kittel, übrigens auch in einem eigenen Buch zum Thema Heimat, Identität und Glaube, zu dem Ergebnis, dass aufgrund des anfangs nicht erwarteten wirtschaftlichen Aufschwungs, zu dem die Heimatvertriebenen ja selbst einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, doch eine Modifizierung der Parameter des Lastenausgleichs zugunsten der Geschädigten möglich. Gleichzeitig teile ich aber auch die Einschätzung von Manfred Kittel, wonach die, wie er es gesagt hat, Sprengkraft der nicht hinreichenden Leistungen des Lastenausgleichs durch den Umstand kompensiert worden sind, dass die Heimatvertriebenen natürlich von der allgemeinen Wohlstandsentwicklung genauso profitierten wie die Heimatverbliebenen. Ja, dass sie sich sogar aufgrund ihrer niedrigeren Ausgangslage als, ja, ich will mal sagen, vielleicht die wirklichen Aufsteiger des Wirtschaftswunders empfunden haben. Und das muss man sich auch bedenken. Ich kenne viele Vertriebene, die mit einer guten akademischen Ausbildung und einem nicht unbedeutenden wirtschaftlichen Hintergrund zunächst einmal ganz einfache, ihrem akademischen Grad in keiner Weise entsprechende Hilfstätigkeiten in der ersten Phase der Eingliederung in der Bundesrepublik Deutschland wahrgenommen haben und dass es ihnen dann erst später gelungen ist, wieder in ihren erlernten Berufen auch mit ihrer Ausbildung zu adäquaten Löhnen und Gehältern zu kommen. Im Hinblick auf die nicht erfolgte Durchsetzung höherer Lastenausgleichsleistungen durch die Vertriebenen und ihre Verbände stimme ich ebenfalls der Einschätzung des Autors zu,
dass die Vertriebenen seinerzeit zwar eine bedeutende Interessengruppe darstellen, aber doch eine Minderheit waren und dass ihre Partei den Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten BHE von Anfang an die nötige Durchschlagskraft fehlte, da die Vertriebenen eben nicht politisch einseitig festgelegt waren, sondern von Anfang an auch in den anderen Parteien von CDU, CSU, SPD und eben FDP engagiert waren und dort auch Persönlichkeiten aus ihren Reihen wichtige Funktionen wahrnehmen. Diese von der Gründung der Bundesrepublik Deutschland an erfolgte breite politische Dislozierung der Heimatvertriebenen und ihrer Verbandsvertreter bewirkte im Übrigen nicht nur eine mangelnde Durchsetzungsfähigkeit ihrer sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen im Hinblick auf den Lastenausgleich. Nein, diese breite politische Dislozierung verhinderte auch eine politische Radikalisierung, vor allem im Hinblick auf die sogenannte neue Ostpolitik. So erfüllte sich eben bei der Bundestagswahl 1969 die Hoffnung der rechtsextremen NPD nicht, mit Hilfe enttäuschter Vertriebenen die 5%-Hürde für die Wahl in den Deutschen Bundestag zu überspringen. Eine politische Radikalisierung der deutschen Heimatvertriebenen und ihrer Nachkommen erfolgte im Übrigen auch nicht, als im Zuge der deutschen Wiedervereinigung die endgültige völkerrechtliche Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze durch den 2+4-Vertrag und den darauffolgenden deutsch-polnischen Grenzbestätigungsvertrag erfolgte. Und vielleicht kann man ein Stück resümierend sagen, ja, wirtschaft- und sozialpolitisch haben sich die Vertriebenen vor allem im Zuge des Lastenausgleichs nicht so durchsetzen können, wie es ihnen vielleicht angemessen gewesen wäre, vor allem im Zeichen und im Zuge des Wirtschaftswunders. Aber ihre historische Leistung bleibt, angefangen von ihrer Charta von 1950, dass sie sich immer um Ausgleich, um Eingliederung bemüht haben und in einem immer nur sehr geringen Umfang für politische Radikalisierung und fundamentalistischen extremistische Wahrnehmung ihrer Rechtspositionen, dass es dafür keinen Boden gegeben hat. Wie sehr der Mythos des Lastenausgleichs auch 1990 in den Prozess der deutschen Einheit hineinwirkte, lässt sich im Übrigen daran ablesen, wie stark damals der Druck gewesen ist, den in die sowjetische Besatzungszone und die spätere DDR gelangten Heimatvertriebenen auch eine Art Lastenausgleich zukommen zu lassen. Als damaliger Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Vertriebene und Flüchtlinge in der CDU-CSU-Fraktion des Bundestages hatte ich die politischen Bemühungen für die sogenannte Einmalleistung für die Heimatvertriebenen im Beitrittsgebiet maßgeblich zu koordinieren. Auch damals gab es ein zähes Ringen um die Leistung in Höhe von 4.000 D-Mark, nicht zuletzt mit meinem damaligen CSU-Parteivorsitzenden und Bundesfinanzminister Theo Weigel, der dieses Ansehen anfangs aus fiskalischen Gründen direkt abgelehnt hat. In vielen Gesprächen konnte ich ihn von der politischen Notwendigkeit dieser Leistung überzeugen, weil ich unter anderem mit der seinerzeit politisch und sozial befriedenden Wirkung des Lastenausgleichs argumentieren konnte. Und so setzte sich letztendlich die Erkenntnis durch, dass unbeschadet der hohen Transferleistungen aus dem Bundeshaushalt für das Beitrittsgebiet diese personengebundene Zuwendung nicht allein aufgrund ihrer materiellen Bedeutung als staatliche Würdigung des erlittenen Vertreibungsschicksals für die innere Einheit Deutschlands politisch unverzichtbar war, weil es natürlich in der DDR weder eine wirtschafts- und sozialpolitische Eingliederung aller deutschen Lastenausgleich noch eine politische Anerkennung des Vertreibungsschicksals gegeben hat. Und ich erinnere mich, dass viele Vertriebene in der DDR diese Einmalleistung ab der 1992 und folgende
vor allem als politische Rehabilitierung empfunden hatten. Am Schluss seines Buches spricht Manfred Kittel zu Recht auch das Kultur- und Geschichtserbe der deutschen Heimatvertriebenen und der deutschen Aussiedler an und erwähnt in diesem Zusammenhang den berühmten Kulturparagraphen 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes. Ich möchte ihn gerne zum Abschluss zitieren. Dort heißt es nämlich: Bund und Länder haben entsprechend ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zuständigkeiten das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten. Es ist im Zuge des Einigungsvertrages dem Bund der Vertriebenen gelungen, diese Gesetzesnorm auf das geeinte Deutschland überzuleiten. Die Kulturförderung nach diesem Paragraph 96 hat seit der deutschen Einheit eine wellenartige Entwicklung erfahren. Helmut Kohl und auch Wolfgang Schäuble legten großen Wert darauf, im Zuge der endgültigen Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze das Kultur- und Geschichtserbe der Heimatvertriebenen nicht gleichsam auch für obsolet zu erklären und quasi eine Art von geistig-kultureller Vertreibung den Vorschub zu leisten. Deshalb wurde von 1990 bis 1998 diese Kulturförderung erheblich ausgeweitet. Es kam dann mit der rot-grünen Koalition zwischen 1998 und 2005 zu erheblichen Kürzungen. Und ab dem Jahr 2005 unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt es Jahr für Jahr bis heute einen anhaltenden jährlichen Aufwuchs. Der Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums in Berlin, Christoph Stölzel, hat das Geschichts- und Kulturerbe der deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedler einmal als, ich zitiere, imaginäres 17. Bundesland, Zitat, bezeichnet und damit die Dimension des Gesetzesauftrages nach Paragraph 96 zu beschreiben. Und zu den Verpflichtungen des Paragraph 96 gehört auch die wissenschaftliche Erforschung der Eingliederung der deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedler. Das diesbezügliche Lastenausgleichsarchiv des Bundes als Teil des Bundesarchivs befindet sich seit seiner Gründung in der Oberfränkischen Kultur Bayreuth, die ich als Abgeordnete lange Zeit im Deutschen Bundestag vertreten habe. Ich will hier nicht verhehlen, dass oftmals das Interesse junger Historiker aus den Staaten Ostmittel, Südost- und Osteuropas sowie aus den Gussstaaten an der Hebung der Archivschätze in Bayreuth wesentlich größer und nachhaltiger ist als das des deutschen Historikernachwuchses. Leider ist es bis heute nicht gelungen, am Standort des Lastenausgleicharchivs in Bayreuth eine entsprechende Forschungslandschaft in Form eines Stiftungslehrstuhls oder einer Forschungseinrichtung zu etablieren. Eine hierfür bereits getroffene Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Freistaat Bayern aus dem Jahr 1998 wurde nach dem Regierungswechsel 1998 von der neuen rot-grünen Bundesregierung wieder aufgekündigt. Ich gebe heute meiner Hoffnung Ausdruck, dass die Veröffentlichung der Studie von Professor Dr. Manfred Kittel zum Lastenausgleich die Debatte über dessen weitergehende und vertiefende Erforschung in institutioneller Weise nach der Vorgabe des Paragraph 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes wieder neu beleben wird, damit diesem Werk der Eingliederungsforschung durch Manfred Kittel eine neue Dynamik zuteil geworden ist. Dafür danke ich ihm, aber ich danke ebenso der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, dass sie die Präsentation dieses Werkes, und ich sage, es ist ein Standardwerk, heute übernommen hat. Und ich freue mich, dass die Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen plant, im Lastenausgleicharchiv in Bayreuth im nächsten Jahr hoffentlich dann auch unter Präsenzbedingungen eine wissenschaftliche Tagung über Stand und Perspektiven der Eingliederungsforschung national und international durchzuführen.
Und dazu hat dieses Standardwerk, das wir heute vorstellen, einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Koschek, für Ihren ebenfalls sehr gehaltvollen Kommentar. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt gleich in die Diskussion mit unseren Gästen, mit Professor Manfred Kittel hier bei mir am Tisch, mit Herrn Vogler virtuell aus dem Taunus zugeschaltet, mit Herrn Koschek aus Oberfranken, aus Bayreuth, aus der Nähe von Bayreuth zugeschaltet treten. Aber Sie sollen auch die Möglichkeit haben, Fragen loszuwerden. Wir haben dazu bei YouTube die Chat-Funktion aktiviert und das Team von Herrn Kornhäuser hier in der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen nimmt Ihre Fragen, Ihre Anregungen entgegen. Wir werden sehen, dass wir die dann hier reingereicht bekommen. Natürlich Corona-hygienemäßig sauber, das muss ja sein. Und dann werden wir schauen, dass wir möglichst viele von Ihren Fragen hier einbinden können. Aber jetzt treten wir erst einmal in die Diskussion. Und Herr Vogler, ich möchte gleich Sie ansprechen. Wir haben ja schon einiges von den beiden Herren gehört und gemeinsam war die Sichtweise natürlich die, dass der Lastenausgleich möglicherweise weniger praktische als mehr psychologische Bedeutung gehabt hat. Sie waren 21 Jahre alt, als das Gesetz 1952 in Kraft trat. Sie haben also das über die gesamte Zeit verfolgt in Ihrer Aktivität als vertriebenen Funktionär und Lobbyist, wenn man das Wort nicht negativ belegt sehen möchte, was ich jetzt mal tue, nicht negativ. Sie haben es aber natürlich auch als Betroffener verfolgt. Wie würden Sie sagen, was ist der größere Anteil der Wirkung des Lastenausgleichs, psychologisch oder eben doch konkret materiell? Das ist eine interessante, aber auch eine schwere Frage. Ich meine, beides ist es gewesen. Und wenn ich eine Gewichtung vornehmen sollte, dann meine ich, dass es in viel stärkerem Maße eine psychologische Geschichte gewesen ist als eine materielle Geschichte. Man muss sich ja die Verhältnisse damals vor Augen führen, in der diese Sache abgewickelt worden ist oder eingeführt worden ist. Die Vertriebenen kamen ja praktisch mit nichts aus dem, was sie mit den Händen tragen konnten. Und das ist ja bezeichnend. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, wo Handwerker nichts mitgebracht haben als ihr Handwerkswerkzeug. Ja, das ist ja auch typisch. Also nicht irgendwelche Wertsachen oder sowas, die hätten sowieso die Vertreiber abgenommen, aber immerhin hat man das Handwerkszeug mitgebracht. Sie kamen in ein Land, das völlig zerstört war. Im ländlichen Bereich vielleicht nicht so sehr, aber die Städte waren völlig zerstört. Ich kann mich erinnern, ich kam erst 1950 nach Westdeutschland, als ich nach Heilbronn kam, wo ich meine erste Wohnung wieder hatten. Da konnte man vom Bahnhof über die ganze Altstadt hinweg, die nur noch ein Trümmerhaufen war, bis zur Stadthalle sehen, die am anderen Ende dieses Ringes gewesen ist. Und mittendurch fuhr in der Hauptstraße eine Lorenbahn, mit der der Schutt abgefahren worden ist. Das war 1950 noch. Und ich habe in Würzburg studiert in den 50er Jahren. Dort waren die Verhältnisse nicht sehr viel anders. Und insofern war eigentlich auch der materielle Unterschied zwischen den Vertriebenen und den Einheimischen zwar da, aber er war zumindest in den städtischen Bereichen nicht so signifikant wie auf dem Lande. Und insofern haben die Leute eigentlich, und das hat, glaube ich, nicht nur die Vertriebenen betroffen, sondern auch die Einheimischen, die waren alle besessen davon, wieder aufzubauen und sich eine Existenz aufzubauen. Und die Mentalität damals war ja auch eine völlig andere als heute. Heute wird ja, nehmen Sie doch das Corona-Beispiel, in erster Linie nach dem Staat gerufen. Der Staat muss es richten. Ja? Der Staat hat damals auch existiert, aber er hatte auch kein Geld. Er hatte auch wenig Einflussmöglichkeiten. Insofern haben die Leute zugegriffen und haben, es ist ja auch schon von Hartmut Koschek gesagt, vielfach auch in völlig fremden Berufen gearbeitet. Herr Kittel, Sie haben das ja auch dargestellt.
vor allem die bäuerliche Bevölkerung, die vertrieben worden ist, ist ja, ich will gar keinen Prozentsatz nennen, aber ich würde ihn schätzen auf mindestens 70-80% nicht wieder im bäuerlichen Betrieb gelandet. Das heißt also, hier war eine Entwicklung im Gange, wo der Einzelne sich gefordert gefühlt hat, aber sich auch der Gemeinschaft irgendwo verpflichtet hat. Ich erinnere mich, meine Eltern und mit den Großeltern zusammen haben da in einem kleinen Dorf bei Heilbronn ein kleines Einfamilienhaus dann 1952 gebaut. Ja, da haben wir den Keller selber ausgegraben. Da haben wir eben als Hilfsarbeiter mitgearbeitet. Da gab es einen Maurer, der das geholfen hat. Und ansonsten hat man viel selbst Hand angelegt hat und die Verwandtschaft hat gegenseitig geholfen, die Freunde haben geholfen. Und man hat es weitergebracht. Das heißt also, hier kamen viele Faktoren zusammen. Einmal das Bemühen, wieder weiterzukommen. Ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, das heute ja marginalisiert ist, würde ich sagen. Und die allgemeine Not. Und da hat eben der Lastenausgleich zwar das Gefühl vermittelt, dass der Staat sich bemüht, was zu tun, aber er hat eigentlich für den Wiederaufbau von Firmen oder von Familienhäusern eine ganz untergeordnete Rolle gespielt, allein schon von der Größenordnung her. Und insofern sind die Verhältnisse von heute mit damals nicht zu vergleichen. Und es kam noch ein weiteres dazu. Das muss man, glaube ich, auch bezüglich der Höhe des Lastenausgleichs sehen. Die Vertriebenenverbände hatten eigentlich, das ist auch heute schon angesprochen worden, damals eigentlich mehr den kulturellen Auftrag wahrgenommen und den Versuch, die Landsmannschaften und die Landsleute wieder zusammenzuführen, zu fassen und ihnen ein Heimatgefühl zu vermitteln. Und der Lastenausgleich hat in der Landsmannschaft, soweit ich das damals verfolgt habe, eine ganz untergeordnete Rolle gespielt. Es war auch die Nachfrage nicht da. Und zur Höhe dann, das war die Zeit, in der ja die Wiedergewinnung der Heimat das zentrale Thema der Landsmannschaften und auch der Landsleute gewesen ist. Und das wird heute auch immer wieder vergessen, wenn die Landsmannschaften in dieser Richtung gegeißelt werden. Die Politik hat das damals auch mitgetragen, bis in die späten 50er Jahre. Da könnte man Bände füllen mit Beiträgen von Politikern, auch der SPD, die diese Rückkehr als eine politische Postulation hatten. Und von daher ist auch am Anfang immer davon die Rede gewesen, dass der Lastenausgleich keine Wertentschädigung des verlorenen Eigentums in erster Linie ist, sondern eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und damit auch in einer Größenordnung, die eine entscheidende Rolle gespielt hat, bei beispielsweise, soweit ich das beurteilen kann, der bäuerlichen, stark entwurzelten und anderen Kreisen, bei der Sicherstellung der Grundversorgung der Menschen, also diese Haushaltshilfe oder wie sie hieß damals, dass diese Leistungen, die haben eine viel größere Rolle gespielt als die spätere Hauptentschädigung dann, weil sie auch den Menschen dann unmittelbar geholfen hat. Ja, vielen Dank, Herr Vogler. Wir werden das jetzt noch versuchen, etwas zu vertiefen. Aber jetzt ist ja gerade eben eine sehr interessante, andere Interpretation von Herrn Vogler vorgestellt worden, als die, die Sie in Ihrem Vortrag zumindest angedeutet haben. Herr Vogler hat, sagte ich natürlich völlig zu Recht, darauf hingewiesen, dass die Rückgewinnung der Heimat in den 50er Jahren das primäre politische Ziel
gewesen ist aller vertriebenen Organisationen. Und Sie haben in Ihrem Vortrag, und da würde mich jetzt interessieren, wie das zusammenpasst, denn vermutlich passt es zusammen. Sie haben in Ihrem Vortrag ja darauf hingewiesen, dass das vielleicht eine jedenfalls folgenreiche Fehlentscheidung gewesen sein könnte, sich für dieses politische Thema vorrangig zu interessieren und nicht so sehr das, was Sie Materialismus genannt haben, mit einem Augenzwinkern, sich nicht so sehr um den Ausbau des Lastenausgleichs gekümmert zu haben. Wie passen diese beiden Interpretationen zusammen? Ist das nur eine Frage von unterschiedlichen Zeiten, einmal 50er Jahre, einmal späte 60er Jahre? Nein, ich denke, in erster Linie muss man an der Stelle darauf hinweisen, dass es ja in den 50er Jahren, von denen Herr Vogler sich in seinem Beitrag erinnert hat, ja im Grunde zwei verschiedene Richtungen der vertriebenen Organisationen gab. Es gab eben die Landsmannschaften, die Sudetendeutschen, die Ostpreußen, die Schlesier. Und für die trifft genau das zu, was Herr Vogler erzählt hat, woran er sich erinnert, auch diese Betonung sozusagen des Heimat- und ostpolitischen Gedankens, Rückkehr. Und auf der anderen Seite aber ja neben diesen ganzen Landsmannschaften, diesen Zentralverband der vertriebenen Deutschen unter der Führung lange von Linus Kather, dem Ostpreußen, Linus Kather, dem Rechtsanwalt, und die haben sich ja eher als vertriebenen Gewerkschaft verstanden und die Sozialpolitik in den Mittelpunkt eher gestellt. Die Rückkehr sozusagen nicht ausschließend, keineswegs, das war durchaus Konsens, aber durchaus mit der Überzeugung, wir müssen auch jetzt im Hier und Jetzt, wir wissen nicht, wann die Rückkehr sein wird, im Hier und Jetzt uns möglichst gut aufstellen. Und das ist dann doch auch relativ rasch vom Bundesvertriebenenminister Oberländer und auch spätestens sehr stark ja auch mitvollzogen worden, immer nach der Devise, nur wenn wir uns jetzt gut integrieren und auch wirtschaftlich halbwegs stark werden, sind wir überhaupt geeignet, später sozusagen dann zurückzukehren und nach der Rückkehr in die Heimat wieder eine gute und aktive Rolle zu spielen. Also sozusagen, man hat das nicht ausgeschlossen, man hat da keinen Widerspruch gesehen zwischen einer guten Eingliederung mit möglichst gutem Lastenausgleich und einer späteren Rückkehr. Insofern muss man an der Stelle, wie gesagt, die verschiedenen beiden Hauptrichtungen der vertriebenen Organisationen da eben immer berücksichtigen. Und vor diesem Unterschied ist sozusagen diese Wahrnehmung, die Herr Vogler geäußert hat, denke ich, eben auch nachvollziehbar. Es ist ja auch ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht hier mit monolithischen Gruppierungen zu tun haben, sondern dass es eben ganz unterschiedliche Interessensgruppen gibt, nicht nur parteipolitisch, das haben Sie ja angesprochen. Ein Oberländer WHE und später CDU war natürlich politisch mit einem Wenzel Jaksch wahrscheinlich in vielen Punkten nicht kompatibel, aber eben in diesem einen zentralen Punkt möglicherweise eben doch. Herr Koschek, ich würde noch eine vertiefende Frage zu dem, was Herr Vogler gesagt hat, an Sie richten wollen. Ich fand das sehr spannend, dass Herr Vogler darauf hingewiesen hat, dass es ja in den 50er Jahren noch nicht sozusagen die Perspektive gab einer Entschädigung, weil man nicht mehr zurückkehren könne, sondern sozusagen Überbrückungsleistungen, dieses Wort hatte ich mir hier notiert. Und vor diesem Hintergrund ist doch eigentlich die Frage, die Manfred Kittel in seiner Studie, zumindest in seinem Vortrag jetzt gerafft dargestellt hat, war es denn richtig, dass man mehr auf Sozialleistungen, die also im Hier und Jetzt helfen, Wert gelegt hat, als dass man Wert legte auf die Entschädigung des verlorenen Vermögens? War das dann nicht eigentlich eine politisch ausgesprochen kluge Entscheidung, sozusagen eine Entscheidung, die eigentlich fast zwangsläufig so ausfallen musste? Naja, es ist ja jetzt sowohl von Reinfried Vogler als auch von Manfred angesprochen worden. Und Sie haben ja selber gesagt, Herr Kellhoff, es handelte sich bei den Vertriebenen damals auch in ihren Organisationen nicht um einen monolithischen Block. Und da gab es natürlich Menschen,
die sehr wirtschaftsbezogen, sehr eigentumsbezogen gedacht haben und natürlich das in den Vordergrund gestellt haben. Dann gab es Persönlichkeiten, die eher den Blick, wann wird es politische Voraussetzungen geben, dass wir in unsere angestammte Heimat zurückkehren. Und dann gab es eben auch Persönlichkeiten, die eher, sagen wir mal, das Kulturelle im Blick hatten. Und diese unterschiedlichen Befindlichkeiten, diese unterschiedlichen Zielvorstellungen unter einen Hut in Verbände zu bekommen, die, und ich sage es nochmal, ja politisch einheitlich nicht gesteuert gewesen sind. Und es ist ja nicht so, dass man von Anfang an von einer großen vertriebenen Partei geträumt hat und erst dann in den anderen Parteien auch als Ergebnis einer politischen Integration aufgegangen ist, sondern viele Vertriebene haben von Anfang an auch weltanschaulich zur SPD, zu den Unionsparteien, zur FDP, zur DP gefunden. Und deshalb war es von Anfang an ein ganz schwieriges Unterfangen, sich auf eine einheitliche politische Zielsetzung mit wenigen durchsetzbaren Zielen zu verständigen. Und das, glaube ich, hat auch, und das will ich nochmal unterstreichen, dazu geführt, dass es nie sowohl an der Frage des Lastenausgleichs, an der Frage des Heimatrechts und des Rückkehrrechts, bis hin dann auch an der Endgültigkeit der staats- und völkerrechtlichen Positionen zu einer Radikalisierung gekommen, weil es immer einen Teil der Vertriebenen gegeben hat, denen dieses jeweilige Schwerpunktthema nicht das entscheidende Thema gewesen ist. Ich persönlich kenne viele Vertriebene, die zum Beispiel im Jahr 1990 noch sehr mit der Politik gehadert haben, nicht nur wegen der Aufgabe der staats- und völkerrechtlichen Positionen, sondern auch wegen der Nicht-Thematisierung der Eigentumsfrage. Ja, das hat man ja im Zuge der staats- und völkerrechtlichen Anerkennung in den 90er Jahren ganz umgangen. Und warum ist das auch nie thematisiert worden? Weil viele Vertriebene dann ab 1990, 91 auch im Zuge der politischen Entspannung mit unseren östlichen Nachbarn ja die Chance hatten, in ihre angestammte Heimat zu reisen. Und ich darf das mal bei meinem eigenen Vater, der 1990 das erste Mal in seine oberschlesische Heimat gereist ist, mit mir zusammen und weiteren Verwandten. Und auf der Rückfahrt habe ich ihn gefragt, was war das jetzt für dich? Und dann sagt er zu mir, ja, das war ganz wichtig und sehr schön, dass ich das alles gesehen habe. Und wir hatten ja immer gerade in Oberschlesien dort auch Verwandte. Dann habe ich meinem Vater die Frage gestellt, möchtest du dort wieder zurück? Sagt er, nein. Ich lebe doch heute in der Bundesrepublik Deutschland besser als unsere Verwandten und die polnischen Menschen, die heute dort leben, wo wir früher gelebt haben. Und das zeigt, dass natürlich zwangsläufig auch im Zuge des wirtschaftlichen Aufbaus und Aufschwung in der Bundesrepublik Deutschland doch viele Vertriebene sich schleichend darauf eingestellt haben und wollten gleichberechtigt neben den einheimischen Heimatverbliebenen am wirtschaftlichen Aufbau und am wirtschaftlichen Erfolg teilzunehmen. Und das ist die Frage, was gibt mir dafür der Staat und gibt er mir genug über die verschiedenen Facetten des Lastenausgleichs? Keine nebensächliche Frage war. Darüber wurde auch gerungen und ich sage ja, man empfindet sich wahrscheinlich bis heute auch so etwas wie das Stiefkind des Wirtschaftswunders sagt, aber mit Stolz, wir haben es trotzdem geschafft, zu etwas zu kommen und unseren Kindern etwas weiterzugeben, was wir uns nach der Stunde Null 1945 und folgenden nie erhofft haben. Und geht es uns heute nicht besser als den Menschen, die heute, egal ob Deutsche oder Nicht-Deutsche, in unserer angestammten Heimat leben?
Herr Koschek, vielen Dank. Ich würde an der Stelle jetzt noch einmal einen Begriff aus Ihrem Kommentar aufgreifen wollen, den ich gewagt finde, aber gewagte Formulierungen sind ja geeignet, Gedanken vorwärts zu bringen. Ich meine natürlich die Formulierung der Palästinensierung der deutschen Vertriebenen, die eben nicht stattgefunden hat. Also Sie meinen damit natürlich, dass eben die deutschen Vertriebenen nach 1945, jedenfalls nach 1950 oder als das Wirtschaftswunder in Fahrt kam in der Bundesrepublik, nicht weiterhin in Flüchtlingslagern gelebt haben, sondern tatsächlich Dinge aufgebaut haben, sich integriert haben, sich in die Mehrheitsgesellschaft eingepasst haben, immer unter Anpassungsschwierigkeiten oder oft unter Anpassungsschwierigkeiten, unterstützt von Lastenausgleich, aber natürlich nicht vorrangig angetrieben davon. Und meine Frage jetzt an Manfred Kittel, bei einem so jetzt von Haku Koschek gewählten Gegensatzpaar, Palästinensierung, die Palästinenserfrage und die Frage der Heimatvertriebenen, führt uns das in die Irre oder ist das eben tatsächlich ein weiterführender Gedanke, um die Erfolgsgeschichte, die trotz allem die deutschen Vertriebenen ja in der Bundesrepublik hinter sich gebracht haben, zum Nutzen aller angemessen fortzuentwickeln? Also ich finde den Begriff an der Stelle ausgesprochen hilfreich, weil er tatsächlich sozusagen plakativ auf eben einen der ganz entscheidenden Punkte der gelingenden Integration, wirtschaftlich-sozialen Integration verweist. Und da war es eben, und das muss an der Stelle dann auch gesagt werden, da war natürlich auch der Begriff Lastenausgleich, sehr viel von Psychologie hier auch die Rede gewesen, neben den diskutablen Dimensionen sozusagen seines ökonomischen Nutzeffekts. Da war der Begriff natürlich einfach in gewisser Weise klasse. Er war ja auch von meinem mittelfränkischen Landsmann Ludwig Erhard maßgeblich geprägt. Aber er wäre auch unabhängig davon wirklich sozusagen im Sinne von politisch-psychologischer, ich will nicht sagen Propaganda, der Begriff ist in dem Jahr noch sehr vorbelastet, aber Werbung ausgesprochen geschickt, obwohl er es genau genommen sozusagen ja dann damit mehr versprochen hat, als er halten konnte. Denn letztlich impliziert, so aus meinem alltagssprachlichen Verständnis, Lastenausgleich, und so ist er, glaube ich, am Anfang auch dann doch auch vielfach verstanden worden, dass sozusagen da ein Schaden ist, den man gemeinsam als Volk, wir als Deutsche, erlitten haben. Und jetzt wird sozusagen der erlittene Schaden 50-50 bewältigt. Das schwingt ja so irgendwo mit. Und davon war aber, das haben wir jetzt heute mehrfach, denke ich, auch schon gesehen, davon war natürlich der dann real existierende, in Gang kommende Lastenausgleich weit entfernt. Er war ja letztlich eher so etwas wie eine Lastenmilderung für die Hauptbetroffenen, die Ostvertriebenen und die Fliegergeschädigten. Und von einem wirklichen Lastenausgleich im Sinne einer Umverteilung des jetzt noch vorhandenen Vermögens, sodass dann alle wieder in etwa so viel gehabt hätten, wie sie vor dem Krieg hatten, weit entfernt. Aber gerade Begriffe sind ja auch in der Politik oft mit das Wichtigste. Kurze Nachfrage, ist Ihnen bei Ihren Recherchen, die ja wahnsinnig viele verschiedene Archivbestände umfasst, irgendwo mal etwas zur Genese dieses Begriffs untergekommen? Ist es ein Begriff, der bewusst gesetzt worden ist, den man also mit diesen möglicherweise mit diesen psychologischen Fernwirkungen gesetzt hat, bewusst in die Diskussion gebracht hat? Oder ist es ein Begriff, der quasi urwüchsig aus den konkreten Ansprüchen und Erwartungen herausgewachsen ist? Ich muss sagen, den Begriff bin ich, er liegt ja vor 1952, sozusagen nicht in allen Verästelungen nachgegangen, aber nach dem, was man dazu in der Literatur
lesen kann, ist das eben ein Begriff, der im Grunde schon viel älter jedenfalls ist als das Lastenausgleichsgesetz und der letztlich, darum wird ja eben auch Ludwig Erhard mit zugeschrieben, im Grunde schon aus irgendwelchen ökonomischen Expertisen ja schon sozusagen am Ende des noch laufenden Krieges resultiert. Ludwig Erhard war als Nationalökonom in Deutschland geblieben und an diversen Studien beteiligt. Und aus diesen Kontexten scheint der Begriff zu kommen, also im Grunde noch gar nicht so sehr aus dem Blickwinkel sozusagen eines Politikers gedacht, sondern eines Wissenschaftlers, der einfach nach einem Begriff sucht für das, was da ansteht. Und interessanterweise ist der Begriff übrigens dann im Bundesfinanzministerium von dem ersten Bundesfinanzminister Fritz Schäffer und seinem Haus als unglücklich empfunden worden. Das ist sozusagen, das findet sich in den Akten, weil er eben sozusagen, da war eher die Befürchtung, eben da wird suggeriert, man könne jetzt zu einer Lastenteilung 50-50, zu einer echten Lastenteilung 50-50 kommen. Und da war dann eher schon die Befürchtung, ja, das wird es ja auch nicht ganz werden können und versprechen wir da nicht sozusagen doch dann sehr viel mehr als das, was wir werden halten können. Aber der Begriff war dann in der Welt. Das erste Gesetz, der Vorläufer des Lastenausgleichs, das hieß ja noch dann Soforthilfegesetz, da hat man den Begriff vermieden und wohl auch von westalliierter Seite auch ganz bewusst mit vermeiden wollen, weil man wenn das Ganze da schon Lastenausgleich geheißen hätte, 1949, und das Soforthilfegesetz war ja erstmal noch wirklich nicht sehr viel mehr als eine Milderung dringendster sozialer Härten. Da hatte man die Befürchtung, dass dadurch dann eher die Radikalisierung der Vertriebenen vielleicht gefördert werden könnte. Und hat dann eher gesagt, im beginnenden Kalten Krieg, das ist jetzt noch nicht der Lastenausgleich, der kommen wird, kurz vor der Bundestagswahl 49, sondern da werdet ihr sehen, da kommt noch viel mehr. Aber jetzt ist es eben für die ersten dringenden sozialen Härten. Also so ist der Begriff Lastenausgleich letztlich entstanden. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Insgesamt muss man natürlich sagen, wenn man zurückblickt auf diese Entstehungszeit, das Normaljahr des Lastenausgleichs wäre eigentlich auch schon 1948 gewesen, zusammen mit der Währungsreform. Und das war auch so an sich erstmal angedacht im Wirtschaftsrat von den Westalliierten. Nur kam dann der Kalte Krieg dazwischen, da sind die Russen aus dem alliierten Kontrollrat ausgezogen, der Anfang 48. Und dann war von westalliierter Seite doch der Gedanke, aber wir müssen jetzt sozusagen die Wirtschaft insgesamt in Gang bringen und dazu brauchen wir dann auch eine Währungsreform. Und dann müssen wir im Grunde den Lastenausgleich im Grunde eher abkoppeln von der Währungsreform. Und darum ist es dann in mehreren Schritten erfolgt und das eigentliche Gesetz dann eben erst in der Bundesrepublik dann erlassen wurde. Nach langen Jahren Diskussion, es war eines der am heftigsten umstrittenen und ja auch wirklich schwierigsten Gesetze in der Geschichte der Bundesrepublik. Und eben oft auch 28 Mal novelliert, bis 1975 oft genau. Auch weiterentwickelt. Herr Vogler, Sie hatten ja vorhin in sehr eindrucksvoller Weise schon beschrieben, das Gefühl, das Sie als Zeitzeuge bei Ihrer Familie hatten, Keller selber ausgeben, also selber anzupacken. Ich möchte trotzdem noch einmal fragen, das in Rechnung gestellt, dass Sie natürlich nicht darauf gewartet haben, dass der Staat Ihnen jetzt die Verluste ersetzt. Das wussten Sie auch, dass das in der Situation gar nicht geht. Sie hatten von Heilbronn, von Würzburg, von den Zerstörungen gesprochen. Aber das alles in Rechnung gestellt, können Sie sich erinnern oder ist das vielleicht einfach durch zu viel Beschäftigung damit verschwunden, was ein Begriff wie Lastenausgleich damals bei Ihnen ausgelöst hat? War das ein positives Gefühl? War das das Gefühl, wird jetzt was für mich getan, da wird jetzt mein persönlicher Schaden oder der von einer Familie ausgeglichen? Oder haben Sie das eher für eine Politikerfloskel gehalten? Können Sie das erinnern? Also soweit ich mich das erinnere, ist das wirklich eher als ein politisches Projekt gesehen worden, das in die Zukunft geht. Mhm. Aber es hat für die praktische Arbeit des Wiederaufbaus, sag ich einmal, der Familie,
in der Zeit keine Rolle gespielt. Das war Zukunftsmusik. Man muss sich ja überlegen, 1952 ist das Gesetz geschaffen worden. Das war ja ein ungeheuer Bürokratieaufwand. Das hat auch keine konkreten Ergebnisse sehen lassen zunächst mal. Das war etwas, das ging weit in die Zukunft, aber es hat für die konkrete Arbeit, da war wirklich eher dieser psychologische Moment, dass da etwas ist, aber das war so wenig greifbar, dass das für die praktische Arbeit, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung, keine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat. Das Einzige bei meinem Großvater, der hatte an sich über dieses Soforthilfegesetz etc. haben die Leistungen bekommen. Der war ein Bauer zu Hause gewesen und hat natürlich schon altersmäßig keinen Wiedereinstieg in den Beruf bekommen. Das waren diese kleinen Leistungen. Aber so eine in die Zukunft gesehen, vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis dieser Beruhigung dieses Themas, dass mit der Ankündigung, Herr Kittel sagt ja, die Diskussionen fingen ja 1948 schon an offensichtlich, dass mit der Ankündigung und dann auch der Verabschiedung der Gesetze 1952 ein Thema in die Welt gesetzt worden ist, wo in der Ferne irgendwelche Leistungen zu erwarten waren. Aber keiner hatte eigentlich auch konkrete Vorstellungen, wie diese konkreten Leistungen aussehen. Also ich kann das nur so aus meiner damaligen Sicht und Erinnerung wiedergeben. Das ist eben auch einer dieser vielen kleinen Mosaiksteine, glaube ich, die dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Palästinisierung nicht gekommen ist. Ja? Weil ob das jetzt politisches Kalkül gewesen ist, das glaube ich schon, weil dieser Ost-West-Gegensatz hat ja damals die Gemüter erheblich bewegt. Erste Bemühungen, wieder Kontakte nach drüben zu halten, sind ja allein an den politischen Verhältnissen dann auch gescheitert. Und dann hat eben dieses Bemühen des Staates, irgendeine Leistung zu erbringen, um Schäden wieder gut zu machen, diese Brisanz aus dem Thema rausgenommen, die sie vielleicht hätte bekommen können. Heute weiß man ja, dass Stalin im Hinterkopf den Gedanken hatte, wenn wir möglichst viel mittellose Leute in das zerstörte Westdeutschland schaffen, dann werden die eben früher oder später dann auch eine Volksrepublik Westdeutschland oder sowas. Und diese Überlegungen waren im Politischen dann ja auch immer wieder stärker geworden. Aber im Grunde genommen, Bemühen aus eigener Kraft, aber auch mit der moralischen Rückenstärkung durch den Staat Existenzen aufzubauen, hat eben ein politisches Klima geschaffen, das beruhigend gewirkt hat. Und um bei der Politik, das ist jetzt erstmal mein Thema, aber wenn man in der. Na, Moment bitte. Ja, selbstverständlich. Dann bitte setzen Sie fort. Nee, aber. Wenn man beklagt, dass die Vertriebenen sich zu wenig politisch organisiert haben, dann liegt das natürlich auch ein bisschen darin begründet. Ja. Das Materielle als Forderung gegenüber der Gemeinschaft hat nicht den Stellenwert gehabt. Deswegen ist eben der BHE, also hier in Hessen war er ja doch relativ stark und hat ja auch seine Spuren hinterlassen, aber das war in anderen Ländern nicht ganz so. Aber der ist eben dann mangels wirklich wirksamer Argumentationsmöglichkeiten
hat er sich selber verloren, weil die alten Parteistrukturen, die ja in den Vertreibungsgebieten ähnlich waren, wie sie in den westdeutschen Gebieten gewesen sind und sich dann entwickelt haben, dann stärker waren. Die Leute haben eben dann aus alten Überlegungen her dann ihre Parteien gewählt, weil die Durchsetzungsmöglichkeiten des BHE einfach auf nicht breit, die Basis war nicht breit genug, um wirklich aktiv tätig zu werden. Herr Koschek, an Sie gleich die Frage. Sie sind ungefähr eine Generation jünger als Herr Vogler, 1959 geboren. Nun wird es bei Ihnen nicht so sein, wie in dem Roman von Treichel, den Manfred Hedel angesprochen, zitiert hat, dass Sie sozusagen mit dem Begriff Lastenausgleich groß geworden sind. Aber erinnern Sie sich an die Diskussion bei sich in der Familie, die Sie als Jugendlicher mitbekommen hat? Ging es dann tatsächlich um Themen des Lastenausgleichs? Und wenn ja, wie war das konnotiert? War das als eine enttäuschende Leistung konnotiert? War das als etwas, was man als Trick oder Trickserei oder am Ende gar Betrug wahrgenommen hat? Oder war das ein positiv besetzter Begriff? Ich glaube, wir müssen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig sehen, ohne jetzt den Lastenausgleich und seine volkswirtschaftliche Bedeutung zu schmälern. Und da hat mir das Bild von Reinfried Vogler sehr gefallen. Es war ein Mosaikstein. Und viele Leistungen aus dem Lastenausgleich waren ja in Kombination mit anderen auch staatlichen Lenkungsmaßnahmen. Ich nenne zum Beispiel den Marshallplan. Für die Eröffnung von Möglichkeiten vertriebenen handwerklichen Mittelstandes im wirtschaftlichen Bereich hatte nach meiner auch Erfahrung hier in der Region des Landkreises Bayreuth der Marshallplan oftmals eine viel größere Wirkung. Zum Beispiel das Entstehen von Werksiedlungen handwerklichen Mittelstandes ist durch den Marshallplan schon ans Laufen gekommen, als über den Lastenausgleich noch diskutiert worden ist. Und jetzt mal ganz speziell auf meine eigenen familiären Erfahrungen. Ich komme nicht aus, in Anführungszeichen, aus einer ostdeutschen Großgrundbesitzersfamilie, sondern das war Mittelstand, Landwirtschaft, Gastronomie. Und der Lastenausgleich, den mein Vater für sein Anwesen in Oberschlesien bekommen hat, der wurde in Anführungszeichen mitgenommen bei dem ersten Hausbau der Familie in den 60er Jahren. Ja? Aber die wirtschaftliche und soziale Integration war schon weit fortgeschritten, bevor der Lastenausgleich überhaupt geflossen ist. Und ich kann das auch für Persönlichkeiten sagen und Familien, die sich mit einem wirtschaftlichen, unternehmerischen Hintergrund dann auch wieder zum Wiederaufbau von mittelständischer Industrie entschlossen hatten. Da haben andere Förderinstrumente bereits gegriffen und da stand schon der kleine Fabrikbau, bevor der Lastenausgleich dann überhaupt geflossen worden ist. Deshalb, er hatte eine volkswirtschaftliche Bedeutung, er hatte aber mehr eine politisch-psychologische Bedeutung und er war ein Leitstern, er war eine Chiffre, die einfach den Leuten das Gefühl gegeben hat, natürlich, wir müssen uns selber anstrengen, es ist jetzt eine große Leistung einer Solidargemeinschaft von vielen Leuten, egal ob Einheimisch oder Vertriebene, die was verloren haben und die eben nicht in einer positiven Situation sind. Und da war er Chiffre und Leitstern und er hatte sicher auch am Schluss eine Wirkung, vor allem an das, wenn ich an das denke, was dem Lastenausgleich vorausgegangen ist, nämlich die Soforthilfe. Das hat ja in einer ganz einfachen, schwierigeren Zeit manchmal viel mehr bewirkt als der Lastenausgleich 20 Jahre später. Und dann Kittel, bitte. Nur kurz ergänzend, denn Stichwort Soforthilfegesetz, da ist tatsächlich eben ganz wichtig, dass dadurch ja viele, die von den älteren Vertriebenen, das war natürlich eine besonders schwer getroffene
Gruppe, wo auch klar war, auch beruflich sozusagen, die werden jetzt hier nicht mehr groß neu einsteigen. Und was ist auch mit Rentenansprüchen und so weiter. Die waren dann ja oft auf das angewiesen, was damals noch Fürsorge hieß, auch diskriminieren, gerade auf dem Land, wenn man da sagen, entsprechend sich das Geld abholen musste. Und das ist ja auch durch dieses Soforthilfegesetz auf eine andere rechtliche Grundlage gestellt worden. Man hat es eben in Zukunft, diese Renten, wenn man so will, ja dann eben nicht mehr sozusagen aus diesem üblichen Fürsorgetopf, aus dem auch sagen die Dorfarmen finanziert wurden, bezogen, sondern dann eben über ein eigenes Instrumentarium, wo dann auch klar war, man ist aber deswegen so sehr bedürftig, weil man dieses spezielle Vertreibungsschicksal hatte und nicht deswegen, weil man sein Leben lang, was weiß ich, auf der faulen Haut gelegen hat. Und das ist sozusagen insofern wichtig, dass das Soforthilfegesetz da auch nochmal genannt wird. Speziell was diesen Punkt betrifft, auch schon von großer Bedeutung. Wobei man natürlich letztlich vielleicht der Satz, sei mir noch gestattet, schon auch wichtig ist zu sagen, dass sich insgesamt die Kommunen, die für diese Sozialhilfe ja sonst zuständig sind, natürlich dadurch ja schon ja eigentlich einen ganz schlanken Fuß machen konnten, dass jetzt die Fürsorge, schrecklich Sozialhilfe in Zukunft sozusagen aus dem Lastenausgleich finanziert wurde. Wenn es den Lastenausgleich nicht gegeben hätte, hätten diese Leistungen natürlich aus dem normalen Sozialetat sozusagen der Städte und Kommunen, Städte und Gemeinden finanziert werden müssen, wobei man sich aber dann auch fragen kann, ob der Lastenausgleich denn dafür so ganz genau eigentlich wirklich auch konzipiert worden war. Und das war aber, wenn man ganz genau hinschaut, in den Entwurf des allgemeinen Gesetzes über den allgemeinen Lastenausgleich 1950, so eben nicht. Da waren auch die Proportionen zwischen dem reinen sozialen Elementen und den Entschädigungselementen noch sehr viel stärker zugunsten der Entschädigung erstmal gedacht. Aber es war dann eben so, die SPD, das ist heute wenig bekannt, hat ja dann auf dem Bundesparteitag sogar 1950, die wollten eigentlich überhaupt keine Hauptentschädigung aus dem Lastenausgleich haben, sondern wollten das Gesetz ausschließlich auf die sozialen, rein sozialen Zwecke. Es ist immer die Frage, ob man Entschädigung sozusagen jetzt auch als reine Sozialpolitik definiert, aber auf diese sozialen Dinge konzentrieren und jetzt weniger entschädigen, vor allem nicht die berühmt-berüchtigte Wiederherstellung des Spießbürgers aus Breslau, wie der SPD-Sozialminister Alberts Niedersachsen das nicht ganz ohne Polemik, aber sehr schön formuliert hat, die Wiederherstellung des Spießbürgers aus Breslau. Die wollte die SPD in diesen Jahren eben auf jeden Fall vermeiden. Und das hat natürlich insgesamt dann in den Debatten bis hin zur Verabschiedung des Gesetzes 52, hat diese Position natürlich insgesamt sich auch ausgewirkt. Denn im Bundestag waren zwar die Mehrheitsverhältnisse so, wie sie bekanntermaßen waren in der ersten Legislaturperiode, aber in den Ländern gab es natürlich vielfach auch solche, wo die Sozialdemokratie ganz erheblichen Einfluss hatte. Das heißt, letztlich und endlich war das Lastenausgleichsgesetz in der Form, wie wir das 52 dann haben, doch eher ein Kompromiss, mal zwischen, ja, dann auch eher dem linkeren Flügel der CDU, CSU und der Sozialdemokratie, wohingegen der Wirtschaftsflügel der CDU und die FDP mit viel nicht so ganz glücklich war. Meine Damen und Herren, wir sehen hier an der Diskussion, die wir geführt haben, die sich jetzt schon dem Ende zuneigt, wie wichtig es ist, dass man auch psychologische Faktoren in die Sozialgeschichte integriert. Denn ohne die psychologischen Faktoren, das haben wir von Herrn Vogler gehört, das haben wir von Herrn Koschek gehört, kann man eben das gar nicht verstehen. Wir haben jetzt auch gesehen, dass man aus den sozialpolitischen Vorgaben
der Verteilung des Lastenetatfonds gewissermaßen auf den Bereich Entschädigung oder auf den Bereich Soziales auch politische Ableitungen ziehen kann, nämlich wie zu einem bestimmten Zeitpunkt die Chance eingeschätzt wurde, die Heimatvertriebenen wieder in ihre angestammte Heimat zurückkommen zu lassen. Das ist jetzt ein Aspekt, den können wir jetzt hier nicht mehr ausführen. Das ist vielleicht etwas, was bei der von Hartmut Koschek angekündigten und hoffentlich im nächsten Jahr dann möglichen Tagung im Bayreuth angesprochen werden könnte. Das wäre jedenfalls jetzt meine Anregung an Sie, lieber Herr Kittel, dass man darüber mal nachdenken könnte, was bedeutet denn die verschiedene Aufteilung für die politischen Prämissen zu einer bestimmten Zeit. Jetzt möchte ich aber diese Diskussion mit einer Frage an alle drei Gäste beschließen, der gleichen Frage an alle drei. Wir haben das auch schon am Anfang kurz angesprochen. Vor wenigen Monaten, jetzt im Zuge der Corona-Krise, kam ja das Wort Lastenausgleich unverhofft plötzlich wieder zu einiger Aktualität. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte eine, Zitat, einmalige Vermögensabgabe ins Spiel gebracht, um die Staatsfinanzen nach der Krise wieder in Ordnung zu bringen. Und zuvor hatte schon, Herr Vogler hat es, glaube ich, zitiert, wenn ich mich richtig entsinne, der Historiker Heinrich August Winkler im gleichen Zusammenhang das Instrument Lastenausgleich als beispielhaft formuliert. Wir haben jetzt gesehen, dass der Lastenausgleich, dass es gar nicht den Lastenausgleich als solchen gibt, sondern dass wir das immer sehr stark differenzieren müssen. Deshalb die Frage an alle drei Gäste: Ist es mehr als billiger Populismus, als ein Bedienen, das in Deutschland ja heutzutage, nicht in den 50er Jahren oder vielleicht auch schon in den 50er Jahren, müsste ich mal drüber nachdenken, aber jedenfalls ein Bedienen des heute in Deutschland ja meistens zu kräftigen Neidreflexes, wenn man aktuell von Lastenausgleich spricht oder umgekehrt und vielleicht besser, positiver gefragt, dann lassen wir Frau Esken und Herrn Winkler mal weg. Können wir aus dem Lastenausgleich 1952 fortfolgende für die Politik heute eigentlich etwas lernen? Herr Koschek, Sie als der Politiker, der aktive Politiker in unserer Runde, sollen vielleicht als Erster das Wort haben, darauf was zu antworten, denn sowas müssen Sie ja schnell verarbeiten und beantworten können. Ich bin Gott sei Dank kein aktiver Politiker mehr und deshalb kann ich vielleicht zu diesem Thema auch freier und unbefangener meine Meinung äußern. Die Debatte darüber ist ja im Gange und es wird ja diskutiert, ob man zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eben eine Art Vermögensabgabe erhebt, um diejenigen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen heranzuziehen oder stärker heranzuziehen, die aufgrund ihres Vermögens, ihrer Vermögenslage auf keinen Fall zu den Verlierern der Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen gehören. Das heißt, die Debatte darüber ist ja im vollen Gang. Nur ich sage, und das ist ja auch ein Zitat von Ludwig Erhard, Volkswirtschaft besteht immer zur Hälfte aus realen volkswirtschaftlichen Zahlen und Fakten und zur anderen Hälfte aus Psychologie. Und deshalb ist diese Debatte, die jetzt geführt wird, natürlich wieder mit einer Chiffre verbunden. Man möchte sich für die Bundestagswahl positionieren und möglichst ein Rezept anpreisen und anbieten, um zu sagen, also denen, die diese Krise besser überstanden haben als andere, die vielleicht sogar Corona-Gewinnler sind, die müssen wir stärker heranziehen als diejenigen, die unter der Krise zu leiden haben. Also ich will jetzt mal dieses Vorwahlkampfgetöse weglassen, aber bei eins müssen wir uns im Klaren sein. Natürlich werden jetzt wieder Schulden angehäuft, die vielleicht diese Generation, die sie jetzt politisch zu verantworten hat, nicht so schnell abtragen können wird, wie die Schulden, die wir vielleicht in der Finanz- und Euro-Krise 2008 und folgende angehäuft haben. Aber auch hier glaube ich, vielleicht gelingt es uns, weil diese Diskussion habe ich damals im Bundesfinanzministerium erlebt. Und ich muss Ihnen sagen, vieles, was uns damals volkswirtschaftlich geraten worden ist, was die
Erhöhung der Schulden anbelangt, was die Tilgung der Schulden anbelangt, was volkswirtschaftliche Lenkungswirkung von einer Abwrackprämie bedeutet, hat sich im Nachhinein nicht gemessen an den volkswirtschaftlichen Voraussagen erfüllt. Und Wolfgang Schäuble hat damals in einer kleinen Runde so ein bisschen, ich bitte jetzt alle Volkswirte um Verzeihung, die Aussage gemacht, Volkswirtschaft besteht darin zu erklären, warum die Voraussagen, die ich als Volkswirt gemacht habe, eingefallen sind. Und von daher sage ich nochmal, also der Lastenausgleich ist eine Diskussionsgrundlage, wie man es in einer historischen einmaligen Situation schaffen kann, neben anderen Wirkungen und neben anderen Maßnahmen, denen, die hauptgeschädigt sind, A, wirklich etwas zu tun mit den verschiedenen, für sie etwas zu tun mit den Facetten des Lastenausgleichs, aber ihnen auch politisch, psychologisch das Gefühl geben, dass sie nicht alleingelassen sind. Und wenn sie so wollen, tun wir das ja momentan. Wir geben durch Soforthilfen, durch die sogenannte Novemberhilfe, denen, die unter dem Teil Lockdown gegenwärtig besonders leiden, das Gefühl, ihr seid nicht alleingelassen. Momentan zahlen es wir alle als Steuerzahler, weil der Staat sich dafür enorm verschuldet. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht nur die Last der nächsten Generation wird, sondern alle müssen wir unseren Beitrag leisten, dass es auch über die Generationen einigermaßen gerecht und gleichmäßig verteilt ist. Vielen Dank, Herr Kittel. Was würden Sie einem eventuellen Anrufer aus dem Bundesfinanzministerium, der von Ihnen wissen will, ist Lastenausgleich für unsere heutige Situation eine gute Idee oder eher nicht so? Was würden Sie als derjenige, der sich jetzt am besten in der Forschung mit Lastenausgleich, dem historischen Lastenausgleich, auskennt, antworten? Also erstens aus dem BMF werde ich immer gerne angerufen. Das ist wirklich ein tolles Ministerium. Das habe ich auch bei der Arbeit an dem Buch noch mal deutlicher gesehen, als es mir ohnehin bewusst war. Also das war, dieses Haus ist über die Jahrzehnte unglaublich präsent in der Materie gewesen, immer bestens informiert und letztlich natürlich im Zweifelsfall, insofern soll man dieses Ministerium nie nicht unterschätzen, im Zweifelsfall auch immer am längsten Hebel sitzend. Aber ich würde sagen, Corona-Lastenausgleich, das ist letztlich Äpfel mit Kürbissen verglichen. Das ist Äpfel mit Kürbissen verglichen. Man muss ja nur mal erstmal sich vergegenwärtigen. Und da sieht man, dass es mit dem Geschichtsbewusstsein in der politischen Ecke, aus der der Vorstoß kommt, dass das eben so auf halber Strecke da stecken geblieben ist, das Geschichtsbewusstsein, sich auch vergegenwärtigen, was diejenigen, auf die sich die Linkspartei doch in der historischen Tradition, in der sie steht, die äußerste Linke in den 50er Jahren in der Bundesrepublik, die KPD und dann auch im anderen Teil Deutschlands die SED eigentlich zu dem westdeutschen Lastenausgleich gesagt hat. Also die fanden das sozusagen, die hielten das für schieres Teufelszeug. Lastenausgleich, der kam ja sowieso dann jetzt nach KPD-Auffassung nicht den Allerärmsten zugute, die es wirklich gebraucht hätten, sondern was weiß ich, irgendwelchen NS-belasteten Junkern aus dem Osten und sonstigen oberschlesischen Bergwerksbesitzern oder wie auch immer, das war ja die Sichtweise. Und insofern war die Perspektive auf den Lastenausgleich bei der KPD, bevor sie dann verboten wurde, 56 eine ausgesprochen kritische und überhaupt nicht in die Richtung, dass das für irgendwas später mal ein Vorbild werden könnte, von der SED übrigens überhaupt nicht zu reden. Da hat ja dann ein staatliches Notariat in Mecklenburg, da in den späten 50ern hat es ja immer mehr DDR-Bürger die Republik verlassen hatten, Republikflüchtlinge, wie man sie nannte, und in den Westen gingen und dann natürlich im Zweifelsfall, aber auch wenn sie eigentlich ostdeutsche Wurzeln hatten, auf den also Lastenausgleichsgelder auch dann Leistungen
versucht haben zu bekommen. Und da hat die DDR sich ja strikt geweigert, zum Beispiel bei Erbscheinen oder sonstigen dann behilflich zu sein. Durchaus auch offensiv, öffentlich mit dem Argument, also der Lastenausgleich, das Lastenausgleichsgesetz, das verstößt gegen das Potsdamer Abkommen und wie gesagt, hilft nur den Junkern und so weiter. Und mit dem wollen wir nicht auch noch durch Amtshilfe quasi DDR quasi uns sozusagen also mitschuldig machen. Insofern sozusagen ist der jetzige Rekurs auf den bundesdeutschen Lastenausgleich speziell aus dieser politischen Ecke tatsächlich etwas Seltsames. Und aus meiner Sicht ist, wenn man sozusagen dann schon historisch-politisch sich damit in solcher aktualisierender Weise beschäftigen will, dann würde ich eigentlich eher sagen, ist das doch an sich die Geschichte dieses Lastenausgleichsgesetzes sehr viel stärker eigentlich ein ständiges Monitum, auch jetzt bezogen auf die Relativität der Leistungen für viele, die im Osten viel verloren hatten, dann ist das Lastenausgleichsgesetz eher ein ständiges Monitum, wie wir es in der Bundesrepublik mit dem Artikel 14 Grundgesetz, dem Recht auf Eigentum, eigentlich halten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war fast schon unsere Diskussion, aber das Schlusswort soll natürlich unser leider Abwesender, nämlich im Taunus sitzender Gastgeber, haben. Herr Vogler, bitte. Ja, meine Herren, mir bleibt eigentlich am Schluss nur, oder wollten Sie auch noch eine Antwort zu der letzten Frage haben? Wie Sie möchten. Sie haben. Ich habe keine neue Antwort, aber ich wollte nur nicht kneifen davor. Ich habe bewusst vorhin, als es um die Einschätzung des Lastenausgleichs gegangen ist, gesagt, wir müssten uns in die Zeit versetzen, die damals geherrscht hat, als dieser Lastenausgleich geboren ist. Und wenn Sie sich das noch einmal vor Augen führen und die Verhältnisse heute dagegen setzen, dann ist selbst der Vergleich mit dem Apfel, mit dem Kürbis weit hergeholt. Da sind so Welten dazwischen, dass man Vergleiche nicht ziehen kann. Und dazu kommt ja, dass diese Versuche mit der Vermögensabgabe in regelmäßigen Abständen immer wieder kommen, wenn sich ein Anlass dazu bietet. Also das ist eine wichtige Gelegenheit, wahrgenommen von den zuständigen Leuten, die das tun, weil sie sich davon versprechen, dass in der Öffentlichkeit eine Diskussion dazu gibt. Also das wollte ich vielleicht dazu nur sagen, dass wir müssen für diese Pandemien, wer sagt uns denn nicht, dass wir in 5 Jahren eine Pandemie aus anderem Grund etc. haben? Wir müssen für solche Dinge gerüstet sein. Aber das ist wieder eine ganz andere Art der Vorsorge, die wir treffen müssen und auch eine ganz andere Möglichkeit, darauf zu antworten. Ja, meine Herren, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, und das ist mir wirklich das Bedürfnis, bei Ihnen zu bedanken. Ich meine, dass diese Diskussion, die wir heute hier geführt haben, natürlich eine unmittelbare Live-Diskussion nicht ersetzen kann. Nicht zuletzt, weil man ein eingeschränktes Publikum hat. Aber für mich hat die Diskussion unheimlich viel gebracht. Ich habe auch selber viel gelernt und man macht sich mal viele Dinge auch wieder präsent, die einem dann helfen, auch in der Zukunft in bestimmten Situationen Entscheidungen zu treffen. Also mein ganz herzlicher Dank, Herr Kellerhoff, an Sie als Moderator. Ich kannte Sie bisher nicht, aber wir werden uns sicher die Freiheit nehmen, gelegentlich wieder auf Sie zurückzukommen, wenn wir ähnliche Veranstaltungen haben. Herr Professor Kittel, wir kennen uns lange aus den unterschiedlichsten Kontakten, die wir gehabt haben. Sie haben wieder einmal nicht nur ein Werk vorgelegt hier, die ein Thema aufgearbeitet hat, das dringend der Aufarbeitung bedurft hat,
Und sie haben es so getan, dass man wirklich ein Bild bekommt, das sage ich auch für mich selber, ein Bild bekommt, das eine plastische Vorstellung bringt. Also ganz herzlichen Dank für das Buch selbst, aber ganz herzlichen Dank aber auch dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für diese Diskussion. Und in diesem Zusammenhang auch an Hartmut Koschig, herzlichen Dank an dich. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und haben ja in den letzten Jahren sehr intensiv zusammengearbeitet, um die Kulturstiftung wieder auf den Stand zu bringen, auf der wir heute jetzt diskutiert haben und wo wir weiteres in der Zukunft betreiben wollen. Ganz herzlichen Dank also auch für dich, für den heutigen Einsatz und die Beiträge, die du dazu aus deiner Erfahrung gebracht hast. An alle gerichtet und an uns selbst sage ich, dieser Plan, eine vertiefende Veranstaltung zu dem Thema in Bayreuth nach Möglichkeit im Lastenausgleichsarchiv durchzuführen, ist nicht nur eine Worthülse, die heute gerade zum Thema passt, sondern die haben wir auf unserem festen Programm. Und ich verspreche das noch einmal hier in aller Öffentlichkeit, dass wir eine solche Veranstaltung, sobald sich das realisieren lässt, durchführen werden, weil ich meine, das ist ein Thema, das es wert ist, dass es aufgearbeitet wird, dass es nicht in der Versenkung verschwindet und dass es einen entsprechenden Platz dann auch in der historischen Wahrnehmung hat. Herzlichen Dank an Sie alle. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und ich würde mich freuen, wenn wir uns möglichst bald wieder bei entsprechender Gelegenheit wiedersehen und hören können. Vielen Dank. Also einen Dank habe ich vergessen, der natürlich ganz entscheidend ist. Einen Dank an Herrn Kronhäuser und seine Mannschaft. Ohne seine Technik und die Hilfe dazu hätten wir das nicht durchführen können, was wir heute gemacht haben. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Wir werden diese Technik sicher auch noch oft in den nächsten Wochen nutzen